So, wollen wir uns jetzt mal von Tom das Setup angucken? Ich möchte. Servus. Warte kurz. Nicht so schnell, Tom. Immer mit der Ruhe. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Spielkind hat ein neues Spielzeug. Das steht hinter mir. Vor allen Dingen ist das schön im Keller. Das ist geil. Schön im Keller, das Ja, es Ding. ist natürlich Winter. Das Racing kommt eigentlich zu kurz, aber ich habe mir gesagt, nicht diesen Winter. Ich habe Bock auf Streams. Okay, Kiwi. Ich habe Bock auf Sim Racing. Deswegen muss jetzt dieses Jahr endlich mal ein richtig geiler Simulator her. Und der steht jetzt hinter mir. Ja, ich war beim Dennis vom Simrace Shop. Das zeige ich euch jetzt gleich in diesem Video alles. Ja, ich war bei ihm zu Besuch. Wir haben über das Thema Simulator gesprochen, über Kosten, über was ist, wie ist der Einstieg eigentlich am besten und so weiter. Ich habe gleich meinen Simulator mitgenommen von ihm, habe ihn aufgebaut. Aufbau ist so Thema, sage ich mal. Also hat lange gedauert. Vor allem Kartonagen. Ich habe so viel. Zeige ich euch gleich. Ich finde es krass, dass sein Spiegel nicht zu sehen ist. Also sein rechter. Ich zeige es euch Da gleich. kriege ich immer halb die Krise, wenn ich den nicht sehen kann. Ich habe das hier auch hinten im Ferrari, in iRacing, weil der Ohrschutz vom Sitz nicht zu sehen, der ist direkt davor. Da kriege ich immer halb die Krise. Denke ich immer, ich habe den V falsch eingestellt. Ich gehe gleich rüber. Ihr glaubt nicht, wie viele Kartons jetzt bei mir im Keller stehen. Und da sind noch nicht mal die bei, die ich behalten will, weil vom Lenkrad, von der Wheelbase, von diesen ganzen Sachen dachte ich, die Kartons behalte ich mal lieber, warum auch immer, aber. Nee, willst du nicht. Übrigens, by the way, wir haben jetzt zum Wertstoffhof 2,5 volle Caddies gefahren. Also VW Caddy. Ein Caddy voll mit Pappe, ein Dreiviertel Caddy voll mit Pappe und der Rest war Müll. Nur mal so als Perspektive. Wer kennt es nicht? Man behält die Kartons, dann liegen sie wieder unten, die Kartons. 7 Jahre Habe ich auch alle weggeschmissen. Ich habe alle Kartons weggeschmissen der jetzt. Ecke und dann schmeißt man sie weg. Aber Thema Simulator finde ich mega spannend. Hatte ich eigentlich schon letztes Jahr Bock drauf, dann war aber irgendwie wieder Februar, März und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt eigentlich schon wieder zu spät. Und jetzt denke ich mir, starte ich passend rein. Es wird auf jeden Fall eine schöne Karriere in iRacing geben, wo ich euch mitnehme. Da machen wir quasi ja, von null an mal im Stream. Starten wir das Ganze mal, wie das aussieht. Ja, so sieht mein Setup gerade aus. Wobei, da komme ich nochmal ein anderes Mal zu. Ist, glaube ich, auch sehr dunkel gerade. Ich habe, glaube ich, gar nicht genug Licht hier. Wir springen gleich nämlich zum Dennis in seinen Shop. Vorher wollte ich euch halt einmal zeigen, was ich jetzt hier habe, damit ihr schon mal so leicht angeteasert werdet. Ist Tom Schütze ein Fahrer aus dem Real Life? Also fährt er Real Life Rennen? Ich kenne ihn leider nicht. Ne, ist ja schon echt geil. Hobbyrennfahrer, Also es okay. ist wirklich geil. Guckt es euch aber noch an, aber es ist sehr dunkel. Es ist viel zu dunkel. Ich zeige euch jetzt mal gerade die Kartonagen, die ich hier mir angesammelt habe, weil das ist wirklich wild. So, mein Sportkeller dient gerade als Lagerraum, aber eigentlich ganz geil. Also für alle Sportinteressierten. Hallo. Schön hier, Kabelzug und so weiter. Schon geil. Das sind nicht die Kartons, die ich meine, nein, sondern das. Leute, ist das krass. Ja, das ist ja nicht viel eigentlich. Also, geht ja noch, ist ja noch human. Ich weiß gar nicht, ich kann schon irgendwie eine Mulde gefühlt beauftragen für so viel Kartonagen, wie da angefallen sind. Das ist wirklich wild. Also Thema Aufbau, da reden wir mal anders drüber. Ganz vielen dicken lieben Dank, ohne Scheiß. Geht in dem Fall auch an meinen Partner Wildfood, weil die haben mich in dieser Aufbauzeit, und es waren ein paar Stunden, sowohl mit Riegeln als auch mit Drinks versorgt. Ich habe hier meine Reste so ein bisschen aufgebraucht. Weil ich bin jetzt echt ziemlich leer gelaufen, wenn ich mal hier wieder in meinen anderen Keller gehe. Normal war hier alles voll. Kennt ihr aus den Streams, Kühlschrank war auch immer komplett voll, da sind noch ein paar Reste drin. Ja, dickes, dickes Dankeschön auch für die Karte, liebe Jana. Hast mich wirklich gut getroffen, muss ich sagen. Dankeschön dafür, wenn ihr mal so eine geile Trinkmahlzeit ausprobieren wollt. Hier eine Seven vs. Wild Sonderedition. Ist auch meine letzte von sechs. Ich verlinke euch das Ganze unten. Checkt das gerne ab. Gibt es einen Rabattcode? Ist eine schöne Trinkmahlzeit für zwischendurch, gerade wenn man sowas hier aufbaut, wenn man keine Zeit hat zum Essen. Oder einfach mal Bock hat zwischendurch ein bisschen. Wenn man keine Zeit hat zum Essen, dann läuft was falsch in deinem eigenen Leben. Ich würde euch davon abraten, stellt euch in die Küche und macht euch was Richtiges zu essen. Bitte. Tut euch selber den Gefallen und esst was Ordentliches. Salat geht genauso schnell wie so eine Flasche öffnen. Es ist einfach, period, ist so, sich einen Salat zu machen, dauert genauso lange wie die Flasche schütteln, aufmachen und trinken. Es geht genauso schnell. Was Leckeres zu snacken. Checkt das gerne mal ab. Und wir springen jetzt rüber zum Dennis in den Sim-Race-Shop. So, jetzt darfst du dich umdrehen und den Leuten Hallo sagen. Hallo. Aber vielleicht kennen die Leute dich auch unter einem anderen Namen. Benzu. Genau. Der Kollege hat nämlich das Sim-Racing schon sehr, sehr lange gestreamt. Schon vor wie vielen Jahren? Ja, vor 3 Jahren. Denzu, Entschuldigung, können wir mal, die Hardware ist alles außen vor. Wo kriege ich diese Bilder? Die sind schön, die hätte ich gerne für meine Wand in Yid. Da hinten.
Und da. Überall. Da, wo das für mich wirklich nur Computerspielen war, der hat das schon gestreamt. Simracing ist ja so ein Thema, das war für mich, oder wir können ja mal da gleich drüber sprechen, für mich war das halt ganz lange so, ich kaufe mir so ein Logitech-Lenkrad oder so ein Trustmaster, ja. Mach das an meinen Tisch, mach da einen Stuhl vor und Pedal und das ist für mich Simracing. Und dann merkt man halt schnell, das ist irgendwie nicht das so Lachen. Geil und das ist gar nicht wie in echt. Du hast hier einen Shop und genau. Machst, dass es wie in echt ist. Und ich versuche, dass es möglichst wie in echt ist. Ja. Wir haben ja einmal sowas, so ein Demo-Rig von dir, ja. Aber dann haben wir auch noch ganz was Wildes. Darf man überhaupt reinführen? Ja, na klar. Ah, das ist noch das alte, oder? Ja, das ist doch noch gar nicht im neuen Shop. Dann haben wir auch noch ganz was Wildes, wo ich auch gerade mitgefahren bin. Das ist dann nochmal ein Level weiter tatsächlich. Aber das ist dann auch die Stufe, die die Leute sich erst nach 2-3 Jahren vielleicht. Nach 2-3 Jahren anschauen. Ja, stimmt. Kann ich bestätigen. Ja, also das sieht man hier. Das ist auch krass, weil er das Auto auch wirklich starten muss hier mit einem Startknopf. Also das ist dann schon... Ja, du brauchst tatsächlich erstmal den Hauptschalter anmachen. Ich dachte, das wäre schon an, weil der oben. Oh, das möchte ich auch irgendwann noch haben. Kippschalter, wo wirklich alles angeht. Also wo die Displays dann auch erst angehen. Ja, man sieht das dann jetzt hier. Ja, das ist schon wild. Bewegt sich auch, macht Geräusche, ist alles schön bunt. Aber wir gucken erstmal nochmal drüben bei dem in Anführungsstrichen Einsteigergerät. Also Thema Simracing werde ich mich jetzt mal reinfuchsen, beziehungsweise habe ich mir da wie immer sehr professionelle Hilfe gesucht, weil man kann ruhig doof sein, man muss immer nur die richtigen Leute kennen. Ich glaube, mit... Tilti, was soll denn das jetzt? Mann! Man holt sich doch Impressionen, wenn man sowas guckt. Das ist ja eine Kleinigkeit, das ist ja nicht so schlimm. Wir reden ja von großen Sachen. Dir habe ich da auf jeden Fall jemanden, der sich damit richtig auskennt. Sag mal einmal ganz kurz in ein paar Sätzen, was du überhaupt machst, also dass die Leute das mal wissen. Ja, also ich vertreibe eigentlich alles so um das Thema Simracing, sei es jetzt Wheelbase, Lenkräder, Pedale, Rigs, Sitz. Rigs, das ist für euch, also das ist das, wo das alles gestellt, eingebaut ist, ne? Genau, das Gestell sozusagen, was wir nicht verkaufen, was Tom auch schon direkt gemerkt hat, ist Computer und Bildschirme. Die müsst ihr euch noch woanders holen, aber alles andere für Simracing gibt es tatsächlich bei uns im Shop. Ja, das ist auch tatsächlich, egal nach was ihr googelt, ihr werdet eigentlich an erster Stelle fast immer im Race-Shop finden. Ja, ich kriege tatsächlich auch einen Sim. Und zwar, was kriege ich genau? Ja, der Tom bekommt von uns ein Track-Ace-Gestell, also ein Track-Ace-Rig. Mhm. Dann eine SimoCube 2 Pro natürlich, um gleich... Natürlich, um gleich wirklich das maximal Professionelle zu haben. Ja, dann haben wir... Bei den Pedalen warte ich jetzt noch ab, bis Tom hier mal die VHS gefahren ist. Feedback. Ob das jetzt okay ist oder ob wir doch vielleicht was anderes nehmen und natürlich ein schönes Lenkrad vom Cube Controls. Perfekt. Ja, PC habe ich mir auch organisiert. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann ist der Dennis auf jeden Fall immer für euch da. Ja, wenn ihr da auch Interesse an so einem Sim habt, aber da kommen wir gleich noch zu. Wir sprechen auch generell gleich mal über das Thema Sim. Ich wollte hier nur mal kurz die Einleitung finden, weil wir sind gerade schon da drüben eine Stunde gefahren und sonst sind wir hier gleich ist 22 Uhr und dann haben wir nicht mal die Einleitung gemacht. Jetzt teste ich nochmal hier das Demo-Rig. Das hast du tatsächlich nur für Kunden, richtig? Tatsächlich, ja. Also hier kann ein Kunde auch herkommen, kann beliebige Teile mal testen, Lenkräder, Pedale. Also du baust es um? Ja, tatsächlich, ja. Wobei die Wheelbase meistens bleibt, aber Lenkräder... Denso hat schon echt, also Denso, muss man ganz ehrlich sagen, hat so, was Service angeht, ist der wirklich schon eine Hausnummer. Der hat richtig guten Service. Tauschen wir fast, ja, 2-3 Mal die Woche einmal um, ja, für die Kunden. Ja, wir sprechen gleich mal über Preise. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das im Vergleich ist. Ich kriege auf jeden Fall einen Triple Screen, so wie drüben, ja, weil... Irgendwie immer, also viele fahren damit und viele sind auch total happy damit, aber irgendwie ist es mir immer zu schmal. So 49 Zoll ist das, ne? Oder 49 Zoll ultrawide. Die Höhe ist halt hier nur wie bei einem 27 Zoll. Und genau. Das wirkt halt dadurch echt ein bisschen wie so ein Schießscharter, sag ich immer. Ne? Ja, das stimmt. Wenn man das Licht jetzt ausmacht komplett, dann geht es noch, finde ich. Also wenn man außenrum das Licht ausmacht, weil man da wirklich nur das im Blick hat, aber ja, es ist dann schon sehr schmal. So, und jetzt ist dein Part. Schieß los, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ja, wir fangen vielleicht einfach mit der Wheelbase an, weil das ist wirklich so die Basis. Oh, ich liebe diese von SimCore, diese Alterung. Ich liebe sie, die sind so geil. Das ist, wir haben hier eine SimoCube 2 Pro Wheelbase mit 25 Newtonmeter Drehmoment, die dann auf das Lenkrad quasi draufgeschossen werden. Da geht es auch nicht unbedingt um die Stärke, um den Widerstand, sondern auch um die Reaktion, wie schnell das entsprechend reagiert. Und das ist, sag ich mal, schon so mit die Referenz. Vorteil gegenüber zum Beispiel einer VRS Wheelbase ist eben, dass man auch drahtlos Lenkräder betreiben kann. Wir haben hier jetzt auch ein SimoCube Wireless Lenkrad
Wir haben ja quasi kein Kabel zwischen dem Lenkrad und der Wheelbase oder dem PC. Das Lenkrad wird drahtlos über eine separate Schnittstelle da angebunden, ohne Reaktionszeit, stimmt's? Mhm. Ja. Also wir haben dann hier unten natürlich auch Pedale. Das sind jetzt Loadcell-Pedale von der Firma Virtual Racing School, also VRS. Das sind die, die ich auch kriege. Das sind die, die Obwohl, du auch die, das kriege ich auch. Das bekommst du auch, genau. Das war das auch mein Lenkrad? Kannst du gerne auch das Lenkrad bekommen, ja. Kann ich auch mal so in den Shop kommen, denn so bitte? Das würde ich, glaube ich, erstmal. Ja, ich weiß es nicht. Aber das können wir gleich einfach noch in Ruhe schauen, ja. Ansonsten natürlich das Rig, das ist quasi das Gestell, nennt sich einfach Rig. Die meisten haben dann tatsächlich solche Aluprofilsysteme, da die einfach sehr variabel sind. Man kann sagen, hey, ich möchte hier noch einen Tastaturhalter anschrauben oder ich möchte mir da irgendwie noch ein Dashboard dran schrauben oder einen Becherhalter. Wisst ihr, was ich total gut finde an Denso? Achtet mal darauf, wenn Denso öffentlich auftritt, also wenn man ihn sieht, irgendwo ist er nie ungepflegt. Ist immer on point. Müsste man darauf achten. Also Bart, Haare, ist immer wie geleckt. In alle Profilsystemen hat man diese Nutensteine, da kann man sich quasi Gewinde auf alle Positionen setzen und dann einfach was anschrauben. Das macht das einfach so variabel und auch so beliebt in der Szene. Als nächstes tatsächlich Monitorhalter, der ist immer separat oder ist das... Also gibt es sowohl als auch, man kann den separat haben als einzelner Monitorstand, wie das hier ist. Das ist auch ein Aluprofilsystem. Der ist jetzt nicht mit dem Rig an sich verbunden, sondern steht separat da. Es gibt natürlich auch Monitorhalter, die man direkt an das Rig anschrauben kann. Dann ist das Ganze natürlich noch etwas kompakter und eventuell auch mobil. Wenn man hier sieht, wir haben hier unten auch Rollen dran. Das heißt, ich könnte den dann auch quasi hier wegschieben. Wer es ein bisschen kompakter haben will, der kann natürlich auch einen Monitorständer nehmen, der direkt an das Rig montiert wird. Thema Monitore, hat man wie viele Möglichkeiten? Also zumindest die Richtung, also was ich meine? Ja, also generell sage ich mal, bietet sich so ein Ultrawide-Monitor schon für Simracing an, da er nicht so viel Leistung abfordert vom Computer. Wer jetzt mit dem beliebten Triple-Setup natürlich fahren möchte, mit drei Bildschirmen, sollte auch immer wissen, dass man auch entsprechend viel Leistung auf der Grafikkarte braucht. Denn es müssen auch drei Bildschirme gerendert werden und das wird oft unterschätzt. Also natürlich sieht es cool aus mit einem Triple Screen, aber man braucht auch entsprechend bessere Hardware am PC. Was liegt denn da hinten für einen Simucube-Karton? Das ist aber keine Wheelbase, dafür ist das zu groß. Ein Lenkrad ist auch. War das schon die Active Pedals Zeit? Oder ist das die Wheelbase? Ach, für Wheelbase? Na gut, für können die Pedals sein? Hier. Lenkrad ist es auch nicht. Da ist so ein Ultrawide-Monitor natürlich schon etwas ressourcenschonender, was jetzt die Anforderungen an das PC-System angeht. Ich habe so einen PC gerade gekauft, deswegen weiß ich, wie viel das kostet. Also ich sag mal, einen, der funktioniert mit dem Triple Screen, fängt bei 2,5 an, oder? Kann man so sagen. Ja, ne? 2,5, aber nach oben PC keine Grenzen. Es gibt keine Grenze, weil du kannst auch auf diesen Seiten MIFCOM und was auch immer für Seiten, kannst du auch von Preis absteigend sortieren und dann fängt das ja teilweise, da gibt es ja welche, die kosten ja 18.000 Euro. Ja. Also ist ja brutal. Ich weiß gar nicht, was die Leute damit machen wollen, aber es ist wirklich krass. PC gibt es keine Grenzen, aber ab 2,5 fängt das an mit dem Triple Screen und wo sagst du hier, da geht schon, hat Raffi eingekauft, ich glaube, er hat 1,2 bezahlt. Das lief auch. Für den PC. Für den PC. Mit Ultrawide, ja. Also das genau. Fängt... Da sag ich mal, wenn wir da so um 1.000, 1.500 Euro rum... Also doch schon ein ganz schöner Unterschied, ja, ne? Also das ist da schon zurecht, ja. Ja. Dann haben wir das. Sitz brauchen wir natürlich auch. Einen Sitz brauchen wir auch, aber hier brauchen wir keine ABE, keine TÜV-Gutachten, gar nichts. Wir nehmen einfach einen Sitz. Das kann auch ein Rennsitz sein, der kein Gutachten hat oder abgelaufen ist. Völlig egal, Hauptsache Sitz. Hauptsache man sitzt. L-Adapter ganz normal wie im Rennauto auch. Ja. Werden teilweise bei den Simulatoren auch echte Sitze aus Rennwagen verwendet, zum Beispiel... Ja, ich war so clever und habe mir vier zertifizierten Sitze gekauft. War ganz schön teuer, Idiot. Sparco, die relativ beliebt sind. Hier haben wir einen speziellen Sitz von Trek, von dem Hersteller, wo wir auch die Rigs beziehen. Ist ganz interessant mit den Ohren. Fürs Feeling im Simracing ganz interessant, sage ich mal so. Und preislich ist er auch interessant. Der liegt irgendwie bei 350 Euro. Das geht aber echt, ne? Ja. Für das, und er ist auch, du hast ja drinnen gesessen, ja, ich top. Persönlich finde ihn auch echt bequem. Ist bequem, ja. Ja. Ja, das ist so erstmal das Setup, sag ich mal, wo man gut mit einsteigen kann, was man auch nachher noch aufrüsten kann, weil man hat schon die Also gut, jetzt ist die Frage, wie definieren wir denn jetzt gut einsteigen? Ordentliche Wheelbase, man hat das ordentliche Lenkrad, ordentliche Pedale und wenn man nachher sagt ein Triple Screen, dann kann man ja immer noch sagen, okay, andere Grafikkarte, andere PC-Hardware und dann kann man da noch einen größeren Bildschirm dran bauen oder beziehungsweise drei Bildschirme dran bauen. Lass uns mal jetzt einmal rübergehen und wir gucken einmal, was entgegen ist.
Endgegner würde ich noch nicht mal so sagen. Mehr geht immer. Das ist wie bei einem Track-Tool auch. Wann bist du fertig damit? Nie. Und so ist das mit so einem Simrig eigentlich auch, weil es gibt immer wieder Ideen oder Dinge, die man vielleicht verändern oder anpassen will. Und hier ist halt jetzt schon eine andere Ausbaustufe, auch weil ich viele verschiedene Dinge einfach teste, haben wir sogar insgesamt hier 3 Dashboards. Ja. Also ist schon ein bisschen wild. Hier haben wir das besagte Triple Screen Setup. 32 Zoll, ne? 32 Zoll Curved, 1440p, also WQHD-Bildschirmen, die das Ganze von der Auflösung einfach auch ein bisschen schöner darstellen. Wir haben ja aber auch einen Rechner mit einer RTX 3090 und dem 12900K, das ist der Prozessor, der das Ganze hier befeuert und dadurch macht es auch das möglich, dass man hier flüssig überhaupt fahren kann. Haben wir genau die gleichen Komponenten, ne? Ziemlich. Ja, ne? Ja, so ziemlich. So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen, was kostet das? So, weil, nochmal, das bewegt sich auch hier. Unten? Genau, da haben wir einen Seatmover drin, der den Sitz quasi bewegt, so als wenn man sich auch beim Fahren im Auto sitzt. Da haben wir aber noch kein Motion dran. Bewegt man sich auch, egal wie fest man angeschnallt ist, ein bisschen bewegt man sich auch. Das ist das, was der Seatmover simuliert, was er auch wirklich ganz gut macht. Und ist so ein Zwischending zwischen... Kannst du mal ein paar Meter fahren gerade? Ja, wir können ja einfach mal ein paar Meter fahren. Setzt du nicht mal rein und fahr ein paar Meter? Weil wenn ich fahre, dann ist das wieder so frustrierend und deprimierend, weißt du? Und jetzt gerade hier im Video, ne? Guck mal hier, dann startest du das Auto, es ist einfach irre. Es ist einfach irre. Aber ich glaube, wir haben das Auto jetzt wahrscheinlich schon kaputt gemacht, weil wir haben es vorhin einfach gestartet. Wir oder ich? Wahrscheinlich, ich sag einfach wir. Ja, wir haben hier eine Buttonbox, das ist so eine GTE-Buttonbox. Von Buttonboxen gibt es auch unendlich viele. Das ist jetzt einfach so, auch so ein Modell, was es bei uns auch gibt. Da gibt es aber auch verschiedene Modelle. Ist das nur ein Aufkleber? Das ist nur ein Aufkleber. Ich dachte, da oben ist noch ein Display dran. Das bietest du alles an, was hier ist? Ja. Also okay. So ziemlich alles. Stream Decks natürlich nicht, was wir hier sehen, und das Rode auch nicht, aber alles, was hier so Simracing ist, teilweise auch selber Entwicklung hier, so eine Denso-Flag, die nachher Flaggensignale anzeigt. Jo, das ist wild, dann bin ich gefahren, bin ich ein bisschen übers Gras gefahren, auf einmal blinkt das alles hier, genau. Links und rechts, und das zeigt einfach gelbe Flagge, grüne Flagge, rote Flagge, schwarze Flagge und so weiter an, also total wild. Genau. So. So, haben wir die Kiste jetzt mal angelassen? Ja, haben wir. Jetzt ist er an. So. Das hast du übrigens ausgestellt eben, glaube ich, für mich einmal. Dann drehen wir hier am Poti, das ist nämlich auch ganz cool. Wir verkaufen den Seatmover nur mit externen Potis. Das heißt, man kann den on the fly hier einfach einstellen. So, und so sieht das Ganze dann aus. Und das fühlt sich im Auto viel mehr, im Auto sage ich schon, so bin ich schon drin. Das hätte ich auch gehört. Fühlt sich im Sim viel mehr an, als es gerade hier aussieht tatsächlich. Ja, es kommt quasi... Es ist eher so das Gefühl, wie wenn man sich im Auto sitzt, auch bewegt. Ja. Und nicht so das Gefühl, wie sich das Auto bewegt, was jetzt wieder ein Full-Motion-Rig wäre, wenn man das ganze Rig auf solche Stelzen stellt. Ja. Macht das Ganze ein bisschen kompakter und man hat trotzdem ein bisschen das Gefühl für die Kurve, auch für die Beschleunigung. Wenn man einen Gang hochschaltet, spürt man das eigentlich auch. Den Ruck, einen kleinen Ruck spürt man. Ne? Dann hast du ja aber noch was drin verbaut und das ist ein... Dieser Buttkicker. Der Buttkicker, den fand ich aber tatsächlich echt richtig gut. Also so ein kleines Teil mit einer geilen Wirkung, aber. Ja, auf jeden Fall. Also der ist tatsächlich direkt unter dem Sitz verschraubt. Und der kann man auf verschiedene Dinge kann man den konfigurieren, dass man spürt, wenn man über den Körb fährt, dass er einem einfach so eine Vibration quasi gibt. So wie wenn man auch im Auto diese Vibration spürt. Ja, aber mega. Das bringt dich ja so nah an das Echte ran. Also. Ja. Das ist echt gut und vor allem dann, ich sag mal, preislich eher erschwinglich, als wenn man jetzt sowas hat mit Motion, ne? Ah, guck mal, hier waren schon deine Spuren. Wollte ich gerade sagen, da haben wir uns beide reingesetzt, wa? Aber so sieht so man auch mal, halt. Wenn man dann einschlägt, dass der Sitz sich dann auch doch bis zu 10% Neigung kann der halt tatsächlich machen. Ja. Ne, cool. Dann haben wir das gesehen. Ja. Schaltung gibt's auch. Kann man auch ganz normal Handschaltung fahren? Ja. Tatsächlich, aber das nutze ich auch einfach echt nur ganz selten. Manchmal habe ich mal Gelüste und dann fahre ich mal in Assetto Corsa mit einem E30 über die Nordschleife handgerissen. Das macht dann schon auch mal Fehls. Ja, ansonsten ist es natürlich hier bei mir tatsächlich überwiegend GT3, was ich hier fahre. Ja, da brauchst du es ja nicht. Wir haben hier auch jetzt verschiedene Dashboards noch angeklemmt. Das ist auch nicht so, dass man es unbedingt braucht, ne? Weil das Dashboard sicher... Haben ist immer besser als brauchen, sage ich aber. Eigentlich hier auf dem Bildschirm. Ich sehe das Dashboard jetzt quasi das gleiche Dashboard auch nochmal hier mit verschiedenen Reflights. Warum macht man das? Ja, einfach um die Immersion ein bisschen zu erhöhen. Ne? Das ist was anderes, ob ich auf dem Bildschirm schaue oder ob ich hier wirklich LEDs habe, die mich anblinken oder wirklich so ein Vocor-Display. Das Display ist auch wirklich sehr hochauflösend mittlerweile. Ja, das ist brutal aus. Das ist im echten Auto. Sehr ja.
Also schon extrem tolle Qualität mittlerweile, was die Produkte haben. Und Alugehäuse, Carbonfront. Also hier werden auch hochwertigste Materialien verarbeitet. Und das finde ich einfach, das macht echt Spaß, mit so einem Material dann auch zu arbeiten. Und wir entwickeln halt auch selber Teile. Die Densuflag hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Und wir bauen gerade so einen Lumi-Rank. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das auch schon was. Das zeigt eigentlich auch die Flaggen an. Ja. Habe ich. Finde ich geil. Kann man kaufen. Nur der Anschluss ist doof. Ja, das hat man heute in den Rennautos, da wird auch kurz 60 und so angezeigt. Das ist da genauso drin, ja. Und wir bauen das jetzt halt quasi gerade nach, das haben wir jetzt auch fertigen lassen. Das ist ein Prototyp, ein Alugehäuse, das ist noch nicht auf dem Markt, das Produkt, aber wir sind da gerade in der Entwicklung. Das ist der erste Prototyp und er zeigt uns dann die Position an, der kann uns auch anzeigen, hier irgendwie, wenn die Zündung aus ist, geht das hier neben auch alles aus. So, das sind halt die Dinge. Wo kriegen die Leute denn die News mit, wenn es das jetzt gibt? Hast du da irgendwie ein Newsletter oder hast du irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Also tatsächlich mache ich vieles auch über Discord. Das sagt. Das wird jetzt aber vielen von diesen Leuten hier nichts sagen. Sagt Discord. Vielen aus deiner Community sicherlich nichts, aber Discord ist sowas Ähnliches, sag ich mal, wie früher Foren. Ne? Früher hatte man Foren gehabt, in denen man geschrieben hat. Heute hat man so eigene Discord-Server. Ich dachte, Discord ist eher wie so wie TeamViewer da. TeamSpeak damals. Ja, auch, aber es ist auch eine Kombination aus beidem, weil du halt auch verschiedene Textkanäle in verschiedenen Kategorien anlegen kannst. Mhm. Ja, und so haben wir für den Shop einen eigenen Discord. Ich finde das so geil, dass in diesem Video einfach alles erklärt wird. Also ich glaube, wenn du nicht wirklich Ahnung von Simracing hast, ist das echt ein cooles Video. Mit mittlerweile weit über 1000 Mitgliedern. Da gibt es dann verschiedene Kategorien der verschiedenen Hersteller, wo ich dann auch ankündige, wenn was reinkommt ins Lager und auch wenn es was Neues gibt. Aber natürlich versuche ich auch, ein bisschen mehr auch auf Instagram zu machen. Ja. Da bin ich tatsächlich vielleicht ein bisschen zu alt manchmal zu. Naja, komm. Aber ja, nee, habe ich mir auch schon angewöhnt, auch schon mal hier und da mal mehr über Instagram zu machen. Ja, und so neue Dinge, das ist natürlich auch immer ja, sehr gefragt, dass man was Neues entwickelt. Und ich höre halt einfach auch auf das, was die Community so haben möchte. Ne? Das entwickle ich ja nicht einfach aus eigener Idee, sondern viele Leute sagen mir, ey, meinst du, du könntest sowas mal machen? Und dann setzen wir uns da dran und überlegen, können wir das mal entwerfen? Bauen wir mal so ein Teil und können wir das wirklich umsetzen? Und das ist natürlich für die Community ein tolles Ding, ja. Weil dann können die sagen, ey, wir haben gesagt, wir wollen das und der hat es für uns gebaut. Ja. So, ne? Also das finde ich schon, da ist schon vieles Tolles entstanden durch tatsächlich, ja. So, Quanta Costa, dieses hier, alles voll Vollgas. Oh, lass mich mal kurz überschlagen. Ich würde mal so sagen, schon fünfstellig, ja. Ja, damit von mir jetzt ausgegangen. Ja. Aber wo? Also ich dachte jetzt so an 16, 17. Ja, so 15 hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Komm, ich bin schon preisig, ich habe das schon. Kennst du dich schon gut total aus. Total drin jetzt, ja. Nee, also, aber das ist dann halt auch, ist das schon Endstufe? Aber es geht immer mehr, es ne? Es geht immer mehr. Also man kann fertigen doch, Simulator auch für 50.000 kaufen. Mhm. Der steht dann auch wirklich auf solchen Stelzen und hat dieses Full Motion. Also mehr, ja, geht, mehr immer. Geht immer. Mehr geht immer, aber das ist schon, aber irgendwann ist ja auch Nutzen... Ne? Die Frage ist immer, was nutzt man denn zu Hause tatsächlich oder was ist jetzt eher für so Aussteller gedacht, die jetzt in... Einfach alles. Es wird einfach alles benutzt. Das steht nicht zur Debatte. Einfach alles. Ja, in einer großen Werkstatt sich so ein Ding hinstellen als Erlebnis oder wo du das buchen kannst und kannst sagen, ich will so ein Ding fahren. Die geben natürlich nicht nur 15.000 für einen Simulator aus, sondern ein Vielfaches mehr. Ne? Und dann, man muss immer gucken... Man kann mit kleinem Geld was Schönes bauen und wo ist der Nutzen, das muss man immer für sich selber auch wissen. Hier ist natürlich auch viel Spielerei, es ist alles nicht must-have, sondern alles, was man hier eigentlich sieht, ist nice-to-have. Ja. Aber schön ausgedrückt. Das macht halt Spaß. Ja, es ist schön ausgedrückt. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand einsteigen will, ist es ja eigentlich nicht empfehlenswert, so mit sowas einzusteigen, wie ich gemacht habe, oder? Weil man dann eigentlich einen falschen Eindruck hat, richtig? Danke, dass ihr das jetzt noch macht. Leider ein bisschen spät, aber schön, dass ihr das noch gerade rückt. Ja, also damals gemacht habe. Das ist schwierig. Also, ne? Also was ist denn jetzt, wenn jemand gar nicht weiß, ob er das geil findet? Was macht man? Oder was würdest du empfehlen? Generell sage ich tatsächlich, man sollte erstmal tatsächlich mit was ganz Günstigem anfangen, um zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Ja, weil wenn ich nach 3 Wochen merke, Simracing macht mir doch keinen Spaß. Also doch mit was ganz Günstigem anfangen? Oder ja, was, oder eigentlich was schon, weil wenn du jetzt gesagt hättest, ey, es macht mir überhaupt keinen Spaß, natürlich hast du einerseits recht, wenn du sagst, das erweckt auch einen falschen Eindruck irgendwie davon, was Simracing wirklich ist. Ja, Maga, du musst aber auch nicht mit 6,5 Flöten einsteigen. Also das verschafft halt auch wieder einen falschen Eindruck und sieht wieder so aus, als wenn Simracing scheiß viel Geld kostet. Also das ist auch nicht so cool. Ja, aber ich würde jetzt keinem sagen, kauft euch einen Simulator für
5000 Euro, um zu testen, ob das was für euch wäre. Wobei es ja auch mittlerweile in Deutschland einigermaßen viele Sims-Center gibt, wo man mal testen kann, ja, ne, ob man das überhaupt geil findet. Und wenn ihr dann wirklich ernsthaftes Interesse habt, dann könnt ihr auch hierher kommen, ja, ne, und dann mal gucken, was vielleicht für euch die richtige Hardware ist. Ja, und ich bin mal gespannt, inwiefern das Ganze bei mir einschlägt jetzt final, weil ich sehe das schon als dass es mich schneller macht im echten Leben. Ja. Also das ist schon so mein Ziel, ne, warum ich das jetzt mache. Ich mache das auch, weil es mir Spaß macht und weil ich auch streamen möchte und weil ich auch irgendwie bei iRacing Competition haben will, aber ich möchte halt auch schneller werden. Und ja, das beste Beispiel ist für mich ein Kumpel, der ist im Porsche Sports Cup immer gefahren, der ist glaube ich so dann, ne, ist älter als du. Der ist so 45 und der hat einen Sohn und der ist 16 und der Sohn hat nur Simulator gefahren, setzt sich in einen Cayman GT4 rein, beim Porsche Sports Cup, fährt das erste Rennen, und da sind echt keine langsamen Leute bei, und fährt auf Platz 1. Und der ist vorher nie Auto gefahren, der ist nie irgendwas gefahren, der ist seine erste Saison gefahren, wow, und ist auf Platz 1 die Saison beendet. Wow. Und der ist nur im Simulator voll gefahren, aber er ist halt exzessiv im Simulator gefahren. Also wirklich 24-7 gefühlt, und das hat mir halt auch so ein bisschen das gezeigt, es muss was bringen. Es geht gar nicht, weil der hat kein Gefühl fürs Auto voll gehabt, weil er logischerweise nie Auto gefahren, mit 16 bist du nicht Auto gefahren. Ja. Der ist dann einmal Training in Wien gefahren und dann sein Rennen und wirklich, wow, Platz 1. Ist brutal, oder? Das ist echt brutal. Ja, und jetzt erste Saison einfach mit so einer riesen Trophäe nach Hause gegangen, ist halt auch mega. Ja, anderer Kumpel auch, der war lange Zeit im Ausland beruflich und ist wiedergekommen, GT3S gefahren und gefühlt sein erster Trackday Sub 7 mit dem GT3S gefahren und hat auch halt so einen Simulator geübt. Und, alle, die so ein Ding haben, vielleicht ist das auch Zufall, aber sind plötzlich im echten Leben auch ziemlich gut unterwegs. Beim Raffi von 55 Parts, der hat sich jetzt ja auch sowas angeschafft. Und seine Freundin beim Trackday Bilzer Berg, ich glaube, das war 7 Sekunden schneller gewesen. Krass. Zu vorher. Wow. Ja, das ist halt irgendwie cool und ich erwarte mir da auch was von. Ja gut, also du hast halt die Streckenkenntnis, ne? Also dadurch, dass sie ja wirklich doch relativ detailgetreu sind durch das Laserscannen, hast du halt die Möglichkeit, die Strecke zu lernen. Du kennst zwar immer noch nicht das Auto und die Gegebenheiten vom Auto, also wie sich Gehkräfte anfühlen. Du hast aber dennoch die Möglichkeit, die Strecke kennenzulernen und jeden Millimeter. Guck, ob es was wird, das sehen wir dann. Aber ja, ich bin gespannt. Da können wir ja auch mal zusammen streamen. Das wäre das ja. Das wäre natürlich auch. Das können wir dann ja auch, machen. Ja. Aber dann stehe ich natürlich wieder komplett doof da, weil ich dann ja gar nichts kann. Aber ich würde ich nicht sagen. Ich habe dich fahren sehen, also so schlecht. Ich habe dann auch dieses Dings, dass ich da total den Ehrgeiz entwickle und dann mich da auch mal, keine Ahnung, eine Woche lang 24 Stunden reinsetze, dass ich da irgendwie besser werde. Nee, ist auf jeden Fall cool. Hast du noch irgendwas, was den Leuten mitgeben kannst? Oder fällt dir gerade, du weißt eher, was die Leute fragen, weißt du? Ja, die Leute fragen, ja, hast du schon recht. Was fragen die Leute? Aber vielleicht schreiben die Leute ihre Fragen einfach hier drunter und ich baue meinen ja zu Hause auf, ja, und filme, und dann haben wir ja die Fragen. Und in dem Sinne, deinen Job markiere ich alles unten. Bei Fragen zu diesem Thema braucht ihr mich nicht fragen, weil ich habe keine Ahnung, wenn ihr an die Fragen direkt da arbeitet. Und ja, wir schauen mal, wie das Ganze so Zukunft hat. Ja, freut mich auf jeden Fall. Mich auch. Danke fürs Zusehen und ja, alles in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Gibt es denn da schon ein Bauvideo von? Aber es gibt kein Video zum Simulator. Ja. Haben sie es doch nicht gebaut? Doch. Also es stand ja da, aber.